Und wir sind auch out of Tür. Aber die sehen uns hier zum Glück nicht. Und was auch noch gut ist, ich baue hier mal eine Lücke, was auch noch gut ist. Hier oben erwischen uns jetzt nur noch Skelette. Und wenn wir jetzt hier die Zombies... Kann man die ranlocken? Nee, die sehen uns ja gar nicht. Ach, ich glaube, die chillen da nur am Strand so ein bisschen. Das ist so ein Liebesurlaub oder so. So ein Pärchenurlaub. Na komm, der sieht uns doch bestimmt gleich und sagt dann... Ey, Penner! Ich habe gerade die Axt ins Wasser geworfen und werde sie jetzt zurückholen. Und er geht weg. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, jetzt kann ich ja mal ein bisschen Spannung machen. Ich habe eine Axt-Zombie. Komm schon. Blub. Jetzt kommt er. Ja, er kommt. Knight Rider. Na, Zombie? Hallo. Jetzt hoffe ich nur, dass der nicht nach oben mitkommt. Zombie? Ach, da bist du ja. Zombie! Zombie. In your head, in your head. You're still fighting. Ich spalte dir den Schädel. Hüpf doch mal. Hüpf doch mal. Ich will dir auf den Kopf hauen mit der Axt. Schädel spalten. Ja. Blöde Sau, jetzt komm doch mal rüber hier. Hör auf zu heulen. Ich bin doch hier. Komm doch mal. Ach, der Arme, jetzt tut er mir fast ein bisschen leid. Nur nicht zu viel. Der lernt aber auch. Der hört dann irgendwann auf zu hüpfen. Naja, oder auch nicht. Und eins, wir haben den ersten Zombie erledigt. Ja, das war doch super heldenhaft. Sind wir ihm entgegengetreten aus sicherer Entfernung. So, noch jemand? Oh, Skelett. Ja, es ist ein bisschen still, muss ich sagen. Also Minecraft an sich ist ziemlich still, auch mit der eingebauten Playlist. Deswegen war ja die Musikumfrage. Weil das doof ist, so hört man auch immer Schmatzgeräusche beim Reden, die man ja immer macht. Wenn man moderiert, macht man die unbewusst oder dieses Einatmen so. Hallo, Freunde. Das ist dann immer so ein bisschen blöd als... Wenn man das kommentiert, dann ist es immer praktischer, wenn da schon Musik oder irgendwas drüber liegt, damit es da nicht so auffällt, wenn man mal irgendwie volle Kanne ins Mikrofon rülpst oder im Hintergrund voll einfahren lässt oder so. Halt die Sachen, die man alltäglich, ständig, rund um die Uhr so macht. Natürlich pupse ich nicht. Das habe ich im Leben noch nie gemacht. Da werde ich auch gar nicht mit anfangen. Ich bin ein ordentlicher... junger Mann, der sich ein paar Fenster wünscht. Ja, das Skelett ist mir ein bisschen zu nah dran, übrigens. Ich würde da jetzt gerne einschreiten, aber... Oh, das kommt noch näher. Bleib bloß weg. So, zack. Und wir haben soeben unsere ersten Glasblöcke gebaut. Ich glaube, da machen wir noch ein paar mehr. Ich mache die drei da auch raus, dann mache ich da auch Glas rein. Aber ich will das Risiko nicht eingehen, dass uns hier Skeletor da draußen irgendwie auf die Schliche kommt. Dass hier Frischfleisch wohnt, das wäre mir nämlich nicht so recht. So, das Fenster hier reicht ja, ne? Ist ja so ein Wohnklo, das müsste eigentlich gehen. Und es wird langsam hell, aber das Skelett ist im Wasser, das heißt, das wird dann noch ein bisschen Freude haben. Ich mache jetzt mal Folgendes, zack.
Ich mache jetzt mal eine andere Art. Ich mache jetzt mal so hohe Fenster. Das mache ich auch mal ganz gerne. Hier könnte man eine Schießscharte lassen. Doch, das mache ich trotzdem. Da könnte man eine Schießscharte lassen, aber das mache ich nicht. Müssen ja nicht immer die gleichen Fenster sein. Man kann ja auch mal variieren einfach. So, dass man hier mal so ein Dreierfenster hat und dann könnte ich in die Mitte jetzt theoretisch Sand reinbauen oder irgendwas. Das würde dann ein bisschen strandiger aussehen. Ach, das probieren wir einfach mal. Wir nehmen jetzt mal die drei hier raus. Da hinten brennt das Skelett. Da hinten ist noch eins im Wasser. Huch. Und, Moment. Jetzt haben wir einfach mal Sand da reingemacht. Das wirkt dann ein bisschen abwechslungsreicher. Jetzt könnte ich hier auch noch Sand reinmachen, dann hätte man eine ganze Sandwand. Reimt sich super, toll, lach mich tot. Und das gleiche könnte man theoretisch hier auch nochmal machen, aber ich glaube, da passt Glas besser, wenn ich hier so Glas reinmache. Und dann mache ich da auch Glas rein. Erstmal zwirbel ich da oben jetzt die Wand zu und jetzt mache ich hier noch hoch und dann mache ich da noch und dann da und da, bla 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 und bla bla da da da. Und jetzt hier auch nochmal zwei Glasblöcke und schon haben wir einen engen Durchgang und es sieht schon langsam nach Haus aus. Es ist zwar jetzt alles ein bisschen enger, es ist nicht so großzügig wie in der anderen Strandbehausung, aber für den Anfang ist die Bude ja schon mal Knorke. Ich wäre froh, wenn ich so ein Haus hätte. So. Plöpp, plöpp, plöpp. Aber das sieht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu dunkel aus noch. Ich glaube, da möchte ich eine komplette Glaswand haben. Oder wir machen das mal so. Wir variieren wieder ein bisschen. Dann mache ich hier Glas. Wir können dann an der Decke noch ein bisschen mehr Glas machen. Dann haben wir hier nämlich so ein bisschen Variation. Dann sieht es nicht alles ganz gleich aus. Und hier machen wir noch zwei Fackeln hin für die Helligkeit. Und das gleiche können wir draußen auch machen. Ich dachte gerade, das wäre ein schwarzes Schaf. Das war eine Kuh. Und dann hat man hier so ein bisschen Eingangsfeuer oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Und dann machen wir noch eins da drüber. Und bald sieht das Ganze auch ein bisschen freundlicher aus. So, jetzt mache ich das gleiche nochmal hier, was ich vorhatte. Mache ich hier nochmal ganz kurz kurzen Prozess mit der Decke. Zumindest ein paar Stücke. Ich lasse jetzt erstmal da diesen Querbalken, weil ich würde gerne sehen, wie das dann am Ende aussieht. Mit Querbalken, den können wir von außen ja immer noch ändern. So, und schon haben wir eine lichte Eingangshalle. Das sieht doch schon mal viel freundlicher aus. Ich glaube, eine Reihe Glas ziehe ich da noch rein. Aber wir müssen ja aufpassen, dass wir uns noch ein bisschen Fenster behalten. So, jetzt mal überlegen. Wir kommen von hier rein. Dann möchte man hier nicht gleich durchgehen. Hier könnte man so eine Art Küche machen, so eine offene Küche oder irgendwas. Und hier ist so eine Art Arbeitszimmer. Und dann könnte man hier, wenn man hier geradeaus rausgeht, zack, kann man doch hier einfach so einen schönen Steg machen oder so einen künstlichen Strand anlegen und eine Terrasse und hast du nicht gesehen. Das machen wir auch wieder ein bisschen großzügiger oder am besten, da habe ich eine Idee. Aber für die Idee brauchen wir viel Sand, weil ich würde dann gerne so ein kleines Glas, ja so ein, jemand wollte einen Wintergarten haben. Es tut mir leid, ich habe mir nicht alle Kommentarnamen gemerkt, das waren so viele. Aber jemand hat vorgeschlagen, dass wir einen Wintergarten machen sollen und das wäre doch hier perfekt eigentlich. So ein bisschen nach draußen, ein bisschen Strand und dann kann man ein bisschen Wasser noch reinfließen lassen in den Wintergarten. Und ansonsten hätte ich gerne später noch diese Wasserfälle, die auf der einen Seite vom Haus runterkommen. Aber dazu brauchen wir noch eine zweite Etage oben, weil da müsste so eine Terrasse rauskommen nach draußen aus dem Wasserfall. So dass man durch den Wasserfall nicht direkt durchgeht, sondern so eine kleine Lücke hat im Wasser und dann da so durchgeht und ringsherum rauscht das Wasser an einem vorbei. Weiß nicht, ob ihr euch das jetzt auch so bildlich vorstellen könnt wie ich gerade. So, wie mache ich das? Hier kann ich... Ich will nicht so viel Sand verschwenden. Deswegen mache ich hier einen Trick. Mit Erde kann man sich da ein bisschen Sand sparen. Wenn man hier einfach überall Erde hinmacht, die plumpst ja nicht runter und... Huch, ich plumpste gerade runter. Und dann kann man hier nämlich einfach so einen künstlichen Strand oder Gang oder sowas anlegen und dann trotzdem oben noch Sand haben. Muss jetzt nur aufpassen, dass wir nicht aus Versehen ertrinken. Das wäre nicht so cool.
Aber man stirbt übrigens nicht sofort, wenn man... Mist, jetzt habe ich keine Erde mehr. Ich habe keine Erde mehr. So, jetzt haben wir mal ein bisschen raus. Und das darf mir nicht zu oft passieren, weil auf Peaceful regeneriert sich zwar die Gesundheit immer, aber wir spielen ja gerade gar nicht auf Peaceful. Huch, jetzt hätte ich mir da... Na, ist ja auch egal. Ich habe die Erde auch viel zu weit nach rechts gebaut. Was fällt mir denn da ein? Huch. Das ist ja ein bisschen blöd, weil da brauchen wir eigentlich gar keine. Wir brauchen genau hier bis hier und dann bis hier. Weil wenn wir das Glas direkt auf dem Sand bauen, dann brauchen wir genau hier entlang, müssen wir das Glas dann ballern und haben dann so einen Dreier-Wintergarten. Oder machen wir den größer? Machen wir den dann so ein bisschen mit Abstand? Einen Abstand? Ja, das würde gehen. Dann macht man das bis hier, dann bräuchten wir zumindest diese Erde hier nicht. Blub, blub, blub. Achso, unter Wasser dauert das Abbauen übrigens immer besonders lange. Weil man sich unter Wasser nicht so gut bewegen kann. Aber wir können mal kurz auftauchen. Von hier aus geht das dann wesentlich schneller. Und dann machen wir hier einfach einen auf Perlentaucher und blub, 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 blub und holen uns die Erde, weil die braucht man nämlich. Weil wir bis jetzt ja noch kaum Rohstoffe geholt haben. Wir bauen ja die ganze Zeit hier in dieser Hütte rum. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch das Liebste an Minecraft, dass man hier so schön bauen kann. Aber wie gesagt, ihr könnt ja immer in die Comments schreiben, wenn euch was stinkt oder wenn ihr wollt, dass ich was anderes mache und nicht baue oder so, sondern lieber ein bisschen erkunden oder irgendwie in eine Mine gehen und da krepieren oder sowas. Da ist man ja offen für Vorschläge. Huch, jetzt habe ich da aus Versehen zu viel Sand reingeballert, ist ja auch egal. Machen wir es mal so. Und jetzt können wir... Ach, wir haben eh noch so viel Sand. Was wir auch mal machen, ist gleich eine Kiste bauen, eine Vorratskiste. Weil man, wenn man, vor allen Dingen, wenn man in die Minen geht und so, dann sollte man immer mit leeren Taschen reisen. So, zack. Und hier können wir uns schon mal merken. Das könnte der Wintergarten sein. Das ist jetzt... Na, ist schon okay von der Größe her. Das kann man so anbieten. Da ist man sicher vor Zombies und vor Skeletten und kann trotzdem ein bisschen hier auf dem... ein bisschen auf Beachball machen. So, und theoretisch kann ich das Glas jetzt auch direkt so anbauen. Das muss ja nicht immer auf dem Sand sein. So. Man muss nur aufpassen, bei Glas kann man keine Fackeln und keine Gleise anbringen. Das heißt, wenn man jetzt... hier so einen Wintergarten machen, dann wäre der wahrscheinlich sehr unbeleuchtet und der ist auch ein bisschen zu weit nach draußen. Auch ein Nachteil bei Glas ist übrigens, so schön es aussieht, aber wenn man es kaputt macht, dann ist es verloren. Das heißt, man kriegt das Glas nicht wieder zurück, das zersplittert und das war's dann mit dem Glas. Also unbedingt vorher gucken, wenn man aufwendige Glasbauten machen möchte, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man sich das vorher gut überlegt, was man da haben möchte. Und ich überlege gerade, ob ich das nicht mit diesem breiten Durchgang hier auch so machen soll. Das sieht so ein bisschen beengt aus. Auf jeden Fall sollten wir... Huch, jetzt bin ich gerade gegen das Mikrofon gekommen. Jetzt sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Kohle holen. Ich stelle jetzt noch mal ein paar Äxte her. Also ein paar Spitzhacken, nicht Äxte. So, lulululul. Huch. Zack, und müssen wir wieder aus Stein machen. Mist, wir haben auch nur noch so wenig Steine, das reicht nur noch für zwei Spitzhacken. Das ist ja deprimierend. Das kommt davon, wenn man auf der Insel baut. Normalerweise hätte man jetzt schon so viel Stein und Erde, wenn man auf dem Festland ein Häuschen bauen würde. Weil man dann ja quasi fast automatisch Erde und Stein kriegt. Und plupp.